Heute ist ein Video über Tarnen und Täuschen mit einem T-Shirt. Bleibt dran! Zuallererst gilt es erstmal zu klären, wofür tarnen wir uns eigentlich. Dafür gibt es ja verschiedene Gründe. Entweder man ist in einem Kriegsgebiet oder man ist als Soldat irgendwo unterwegs und muss sich für eine längere Zeit abtarnen. Also sein Alltag besteht daraus, getarnt zu sein. Oder man ist auf der Flucht vor irgendjemand als Zivilist und muss durch ein bestimmtes Gebiet, um dann in die nächste Ortschaft zu kommen, um nicht gesehen zu werden. Oder aber ihr seid einfach nur Freizeitleute, die draußen ein bisschen Spaß haben. All diese Situationen erfordern selbstverständlich verschiedene Tarnvorgänge und verschiedene Taktiken. Im heutigen Video geht es eben darum, dass wir uns von A nach B durchschlagen müssen, ohne gesehen zu werden als Zivilist. Was macht da jetzt den großen Unterschied zum Soldaten? Ganz einfach, wenn wir irgendwann wieder aus unserer Situation herausgekommen sind, müssen wir hier die Möglichkeit haben, uns zu tarnen, indem wir wieder ganz normal aussehen, ohne dass wir uns groß das Gesicht waschen müssen oder ähnliches. Das heißt, wir müssen von einer Sekunde auf die nächste wieder zum Zivilisten werden. Im Idealfall hast du vorher schon naturfarbene Klamotten an. Das ist extrem hilfreich. Ihr seht auch hier mein Grün, passt einigermaßen gut schon zum Gelände. Und ich könnte hier relativ einfach schon im Gelände verschmilzen, obwohl es weißen Aufdruck ist. Der ist hier in dem Fall überhaupt gar nicht wichtig und spielt auch gar keine Rolle, da es hier ja um Konturen verschwinden geht. Das heißt, wir versuchen zu verschmelzen mit unserer Umgebung. Ich befinde mich hier in einem sehr großen, weidenflächigen Gebiet. Also der Baum unter der Busch Weide, der auf der einen Seite sehr grüne Blätter hat und auf der Rückseite silberweißlich scheint. Wenn ihr also unterwegs seid, tragt immer Naturfarben. Das muss dann nicht mal Tarnmuster sein, sondern das können wie gesagt ebenso normale Dinger sein. Wenn ihr übrigens auf der Suche nach so einem T-Shirt seid, das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da unbedingt mal rein. Für das heutige Video werde ich ein altes Bundeswehr-T-Shirt benutzen. Und ein Taschenmesser. Wir nehmen hier also das T-Shirt, das Messer und fangen nun an, hier einfach einzuschneiden, links und rechts, und ritzen uns so kleine Stofffetzen heraus. Seht ihr das? Wenn du dann soweit bist und dein T-Shirt aussieht wie ein Schweizer Käse, rollst du es so wieder zusammen bis zur Kopföffnung. Hebst es dir so ans Gesicht heran. So. Nimmst deine Ärmel und bindest das Ganze hinten einfach fest. Zupfst das Ganze ein bisschen locker. Ja, keine Sorge auch um die blonden Haare, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht ja dabei darum, die Konturen zu verwischen. So. So, nehmen wir aber an, wir haben nur noch einen Rucksack dabei und wollen den auch noch ein bisschen rückwärtig abtarnen. Nehmen wir jetzt hier einfach das T-Shirt, legen uns das hier seitlich über die Schultern herunter. Ja. Merken uns hier ungefähr die Stelle. Greifen uns diese, stoßen hier mit dem Messer einmal sauber gerade nach unten durch. Seht ihr? Und schon haben wir hier mehr Armmobilität und haben den Rücken hinten uns wieder verlängert und es liegt uns hier nicht oben so auf der Schulter auf. Das machen wir nun auf der zweiten Seite auch. Und so sieht das Ganze mit Rucksack aus. Ganz fertig sind wir noch nicht. Jetzt kommt der wichtigste Teil. Das T-Shirt muss noch verstaubt und verfasert werden, damit es hier auch besser die Farbe des Geländes annimmt. Und seht ihr, so sieht das danach aus. Das nimmt alles mögliche an Staubpartikel auf, Dreck und ein bisschen Farbe. Die Fetzen, die wir aufgeschnitten haben, die verfranzen ein bisschen mehr und vermischen dadurch natürlich noch deutlich mehr, als wenn wir das einfach nur so sauber steril gelassen hätten. Nun also der Praxistest. Ihr habt für jede Aufnahme genau 3 Sekunden Zeit, mich zu finden. Ich blende jetzt hier so ein kleines Register ein mit Zahlen. Schreibt mir nochmal bitte unten in die Kommentare, in welchem ihr mich vermutet habt. Die Aufklärung, wo ich denn dann genau gewesen bin, wird es dann in meinem nächsten Video geben. Also dranbleiben und abonnieren nicht vergessen. 3 Sekunden nur und nicht bescheißen.
Wie fandet ihr diese Methode des schnellen Abtauchens mit einem T-Shirt? Lasst mich das mal bitte unten in die Kommentare wissen, auch wenn ihr davon noch mehr sehen wollt. Ich packe euch selbstverständlich wie immer alle Links unten in die Beschreibung. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr nicht schon habt. Und ansonsten noch viel Spaß mit den zwei Videos. Wir sehen uns beim nächsten Projekt, wenn ihr abonniert. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.